Es wird wieder Krieg geben. Und in diesem Video zeige ich Ihnen, warum. Um die Tatsache zu verschleiern, dass Regierungen durch das Drucken von endlosem Geld in Wirklichkeit Inflation verursachen, nannten sie die Inflation, die sie erzeugten, Deflation. Ja, man hört in letzter Zeit einflussreiche Politiker Schlagzeilen herausposaunen, die stark an das Orwellsche Doppeldenk erinnern, das Neusprech. Ja. Infrastrukturausgaben werden die Inflation lindern. Man sagt also quasi, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Dies ist die laufende Berichterstattung darüber, wie die Sprache verwendet wird, um die Tatsache zu verschleiern, dass Regierungen durch das Drucken von Geld Inflation verursachen. Infrastrukturausgaben schwächen die Inflation ab. Vor einigen Jahren, als es offensichtlich wurde, dass das Gelddrucken tatsächlich Inflation verursacht, ja, haben sie gesagt, dass dies vorübergehend sei. Nur ganz, ganz kurz. Und jetzt, wo sie anfangen zu begreifen, dass es dauerhaft ist und lange anhalten wird, machen sie genau das, was sie vorher gemacht haben. Ja. Sie drucken Milliarden und Abermilliarden von neuen Euros und Dollars und hoffen, dass das irgendwie die Inflation heilen wird. Ja. Was natürlich die Inflation in Wirklichkeit nur verschlimmern wird. Du kannst nicht mehr von dem tun, was du immer getan hast und hoffen, dass du zu neuen Ergebnissen kommst. Das funktioniert so einfach nicht. Kompletter Irrsinn. Ja. Mehr Geld drucken ist ein Rezept für mehr Inflation. Und dieser finanzielle Analphabetismus, gemischt mit staatlich geförderter Propaganda, wird uns jeden Abend eingetrichtert. Letztes Jahr wurde in Glasgow der Weltklimagipfel abgehalten, auch bekannt als COP26. COP steht für Conference of the Parties, ja, die Konferenz der Parteien. Im diplomatischen Sprachgebrauch beziehen sich die Parteien auf die 197 Nationen, die sich bei einem ähnlichen Treffen im Jahr 1992 auf einen Umweltpakt geeinigt haben. Und zwar war das Rahmen Übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderung. Zu diesem Weltklimagipfel jetzt, im letzten November, glaube ich, war das, da kamen die Elite mit über 400 Privatjets, ja, Leute wie Jeff Bezos, aber auch Regierungschef, die kamen, um den einfachen Menschen da draußen zu erzählen, wie sie ihren Energieverbrauch reduzieren können, ja, und müssen. Ja. Warum? Naja, warum sollen die Leute das tun? Ganz einfach, damit die Eliten weiterleben können wie Milliardäre und Multimilliardäre, wie sie es bisher getan haben. George Orwell hat es in seinem Buch Wandertiere sehr treffend beschrieben. Ja. Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere. Wenn jetzt Krieg Frieden ist, Freiheit Sklaverei und Unwissenheit Stärke, dann ist auch Elend Fortschritt. Früher haben wir in der modernen Gesellschaft versucht, das Leben aller Menschen zu verbessern. Deutschland ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Die USA ist ein weniger gutes. Das Problem ist eben nur, dass praktisch alle Trends in den USA früher oder später über den großen Teich schwappen und auch in Deutschland und Europa übernommen werden. Sehen wir uns dazu einfach einmal Kalifornien an. Wenn man an Kalifornien denkt, ja, woran denkt man da? Ja, der Beach Boys, Surfer, hübsche Mädchen, Strände und ewiger Sonnenschein, ja. Kalifornien ist bei vielen Leuten der Inbegriff eines fortschrittlichen Staates. Ja, und die sagen selber von sich gerne, dass sie der fortschrittlichste Bundesstaat der gesamten Vereinigten Staaten sind. Ja. Und ganz vorne ja San Francisco, ja, welches gerne eben den Titel der fortschrittlichsten Staat der USA hätte. Ja. Aber leider passt das mit der Realität überhaupt nicht zusammen. Denn San Francisco, genauso wie viele andere amerikanische Städte, San Francisco hat ein ernsthaftes Obdachlosenproblem. Die USA grundsätzlich haben ein gigantisches Obdachlosenproblem. Offiziell hatten die USA 2020 über eine 500.000 Obdachlose. Ja, 580.000, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie viele Einwohner hat die USA 2020? Es waren, glaube ich, 329 Millionen. Ja. Fast 0,2% der Gesamtbevölkerung in den USA sind obdachlos. 2 Leute auf 1.000. Ja. Auf Deutschland hochgerechnet wären das 160.000 Obdachlose in Deutschland. Glücklicherweise ist die Zahl der Obdachlosen in Deutschland weit geringer, nämlich 40.000, ich meine, immer noch schlimm genug. Aber in den USA sind es viermal so viel. Stellen Sie sich vor, viermal so viele Obdachlose wären auf deutschen Straßen. Zurück zu San Francisco.
die Obdachlosenproblematik ist bekannt. Was macht die Staatsverwaltung? Kein Problem, wir geben ihnen Zelte. Wenn sie geglaubt haben, dass deutsche Städte mit ihrem Geld herumwerfen würden, ja, es gäbe es keinen Morgen, ja, schauen Sie mal und blicken Sie mal über den großen Teich rüber nach San Francisco. Ja. Dort gibt man die Stadt im Schnitt 60.000 US-Dollar, das sind knappe 50.000 Euro, pro Zelt aus. Wenn man einen Vergleich einstellt, ja, wo auf der einen Seite Eigentumswohnungen sind und auf der anderen Seite die Konzentration von Obdachlosen, ja, ist San Francisco die Nummer 1 weltweit. Ja. Und das, wo eine Eigentumswohnung über 1 Million Euro kostet. Was hat San Francisco daraufhin gesagt? Übertrieben gesagt, ja, dann kaufen wir den Leuten eben hübsche Zelte. Ja. Und dieses Zitat ist die perfekte Darstellung auch des US-Imperiums und wie sie sich selbst eigentlich gerne sehen. Die USA tut so, als wären sie der Nabel der Welt. Ja. Alles, sie halten die Fackel der Freiheit und des Friedens in ihren Händen und sie sind die beste Nation der Welt. Auf der gleichen Seite schauen sie alle anderen Länder weltweit, ja, schauen verwirrt dorthin und kratzen sich am Kopf. Ja. Wie bitte, ja? In einer Einbahnstraße in San Francisco leben die Einwohner in ständiger Angst und fürchten um ihre Sicherheit. Und zwar, das ist die Willow Street. Und die hat derzeit die höchste Konzentration an Zelten in gesamt San Francisco. Ich will keine Angst um mein Leben haben, ja, sagt ein besorgter Bewohner in genau dieser Straße. Ja. Und der Clou ist, Luxusappartements blicken direkt auf das, was man in anderen Ländern als Slum bezeichnen würde. Auf eine Zeltstadt. Ja, oder die ganze Straße ist voll. Das ist unglaublich. Ja. Anderer sagt, dass es ziemlich nervenauftreibend ist. Ja. Es scheint einfach, die Straße scheint einfach ein sicherer Raum für den Drogenhandel zu sein. Und in der Stadt tut kaum jemand etwas dagegen. Ja. Und San Francisco ist nicht allein. All das sind Folgen des utopischen Progressivismus. Dieser Begriff wurde von Hardcore-Kapitalisten erfunden. Ja, wir sehen das in Kalifornien, in San Francisco, in Silicon Valley. Ja. Und das alles, das sind Produkte des militärisch-industriellen Komplexes, der aus den dort ansässigen Technologieunternehmen hervorgegangen ist. Silicon Valley arbeitet extrem eng mit dem Militär zusammen. Und vor 100 Jahren hat es die Rockefellers gegeben, die Rothschilds, die Gettys. Ja, und das sind alles bekannte Hardcore-Industrielle, ja, gnadenlose Raubritter. Aber die haben die Leute damals zwar maximal ausgenützt, aber weil es hat damals noch keine Gewerkschaften gegeben. Ja? Und die Gewerkschaften sind genau wegen solchen Leuten gegründet worden. Ja? Aber natürlich wussten die Leute damals, was sie taten. Ja? Die waren ja keine Idioten. Ja? Aber in den alten Tagen dieses Raubrittertums, ja, war eben die Art und Weise, wie sie ihre Spuren verwischten, indem sie neue Bibliotheken geschaffen haben, soziale Einrichtungen, Universitäten und so weiter. Die ganze Sache mit der sozialen Gerechtigkeit wurde damals erfunden, vor über 100 Jahren. Aber jetzt ist die amerikanische Wirtschaft weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig. Und diese Großindustriellen, die neuen, die verlagern ihr Geld einfach ins Ausland. Ja? Ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk, ja, die bauen keine Universitäten mehr, ja, oder Schulen oder Bibliotheken. Ja? Jeff Bezos kauft eine Zeitung und die Zeitung sagt den Leuten, was sie zu denken haben. Ja? Die nehmen Einfluss auf die sozialen Medien, auf Internet und, und. Gefängnis ist Freiheit, Armut ist Reichtum. Du wirst nichts haben und du wirst glücklich sein. Oder Beispiel San Francisco wieder. Ja. Silicon Valley trichtert den Leuten wirklich ein, ja, sie leben in der fortschrittlichsten Stadt der Welt. Ja. Aber was man in San Francisco, was man dort tatsächlich sieht, ja, ist Elend und eine Dystopie. Ja. Noch einige Beispiele. Ja. Auf die Frage, was das Schlimmste in der Straße war, ja, sagt einer der Bewohner, dass es die ständigen Gewaltandrohungen der Obdachlosen gegenüber den anderen Bewohnern des Gebäudes waren. Ich habe gesehen, wie sich Leute geprügelt haben. Und als ich selbst einmal das Haus verließ, näherte sich ein Mann meinem Auto und schrie Obszönitäten und bedrohte mich. Was wirklich beängstigend war, sagt ein Bewohner von genau dieser Straße. Und das ist nicht die einzige. Joe Biden ist der Boris Jelzin des amerikanischen Experiments. Und wir alle wissen, dass er den Zusammenbruch der Gesellschaft nur noch beaufsichtigt. Und zwar in den nächsten 24 Monaten. 2 Jahre. Die USA sind wirtschaftlich, gesellschaftlich und moralisch am Ende. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist mittlerweile so groß wie nie zuvor. 2 Menschen in den USA besitzen mehr als 40% der ärmsten Bevölkerung in den USA.
Zwei Menschen besitzen so viel wie 130 Millionen Menschen. Und das kann nicht gut gehen, das kann nicht funktionieren. Irgendwann einmal wird es nicht mehr möglich sein, die Obdachlosen, die Wütenden und die breite Masse weiterhin für dumm zu verkaufen. Selbst die Amerikaner nicht. Ja? Und dann wird es entweder zu einer Revolution oder zu einem Zusammenbruch kommen. Und dieser Zusammenbruch, der wird Wellen auf die gesamte Welt verbreiten und auch andere Gesellschaften zum Erzittern und vielleicht sogar zum Einstürzen bringen. Westeuropa wird das gleiche Schicksal ereilen wie die amerikanische Gesellschaft. Und das wird leider sehr schnell und sehr hässlich werden. Auch hier bei uns in Europa haben die Politiker keinen Bezug zur Realität mehr. Sie wissen nicht, wie viel Benzin kostet. Ja? Sie wissen nicht, wie viel Milch oder Brot im Supermarkt kostet. Ja? Da waren sie schon seit Jahren nicht mehr. Jeglicher Bezug zu den normalen Menschen ist weg. Die Menschen werden von den Politikern ohnehin nur als Statistiken betrachtet. Ja? Diese demografische Gruppe hier, die andere demografische Gruppe da. Wo bekommen wir die meisten Stimmen? Ja? Was müssen wir den Leuten erzählen, dass wir deren Stimmen bekommen? Was müssen wir ihnen erzählen, dass sie uns wählen? Und dieses Verhalten hat uns an den Abgrund geführt. Und die Amerikaner sind da schon einen Schritt weiter, im freien Fall quasi. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir sehen, welche Fehler sie machen. Die Frage bleibt jedoch, ob wir clever genug sind, diese selben Fehler nicht zu machen. Jeder sollte spätestens jetzt damit beginnen, sich auf das vorzubereiten, was auf uns zukommt. Man kann sich davor nicht verstecken. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden und sich nicht länger von der hässlichen Wahrheit zu verstecken. Dinge, von denen niemand gedacht hat, dass sie jemals wiederkommen würden, warten jetzt direkt vor unserer Haustür. Hunger, Unruhen bis hin zu Bürgerkrieg. Tausende, wenn nicht Millionen Menschen, die in der westlichen Welt durch Umstände sterben können, die hätten verhindert werden können. Wir sind mittendrin. Was machen die Amerikaner im Moment, um das Ganze zu verhindern? Das, was sie schon immer gemacht haben. Sie lenken ab. Ablenkung von den eigentlichen Problemen. Und jetzt geht es darum, in der Ukraine einen neuen Krieg anzuzetteln. Das wirklich Einzige, was ich der jetzigen Regierung anrechne, ist, dass sie sich bis jetzt nicht in diesen Konflikt reinziehen lässt. Das kann sich aber natürlich, wie wir kennen die Politiker, das kann sich von einem Tag auf den anderen schnell ändern. Aber im Moment ist Herr Scholz scheinbar standhaft. Er hat seine eigenen Probleme. Und das hat er schon verstanden. Aber leider ist es halt so, dass diese Probleme, die er jetzt hat, dass er für die nur eine einzige Lösung sieht, ja, und zwar mehr Geld drucken. Und mehr Geld drucken führt unweigerlich zu Inflation. Wir haben es am Anfang gesagt. Eine hohe Inflation kann zu Hyperinflation führen. Und die Geschichte hat uns gezeigt, wie das in vielen Fällen endet. In einer Katastrophe oder im Krieg. Gnade uns Gott. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden?
Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.